Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen CSGO Video. Und ja, ich habe jetzt CSGO geöffnet und was sehe ich hier? Overwatch. Ja, und dachte ich mir einfach mal, schaue ich doch mal rein. Denn ich habe jetzt Overwatch freigeschaltet. Genau bei 150 Wins. Ich schaue, wie gesagt, ich schaue jetzt einfach mal rein. Mal gucken, was uns so erwartet. Ja. Ich will ja anfangs nicht zu viel sagen, also nicht gleich ja, mal sagen, dass das ein Hacker ist, ja, sondern einfach mal abwarten, ja. Ich möchte abwarten, was sich so ergibt aus dem Overwatch. Und dann, ich werde noch irgendeinen passenden Namen dazu finden und dann, also ihr werdet es wahrscheinlich sehen, wenn die Folge hochgeladen ist. Weil mir ist jetzt noch kein Name eingefallen, so auf die Kürze, weil das ist jetzt ein sehr spontanes Video, ja. Und ich muss mich erst mal kurz erinnern, wie ich hier dieses Fenster mache, ich glaube so. Ja, genau, alles klar. Also, der liebe Suspect bleibt anfangs erstmal stehen. Er steht 6-1 für die und er hat 9-0. Okay, und hat eine Arme. Eine Habe, okay. Oh, mal ein bisschen langsamer. Okay, der da oben hat ihn ja angeschossen. Das heißt, er weiß ja, dass es da oben einer ist. Okay. Das ist sein Teammate. Okay, das ist ein verschiebt jetzt auf. Jetzt wird wahrscheinlich angesagt bekommen, dass die auf lang durchkommen. Das kommt dann dahin. Okay, der, ist er denn noch Platz 1? Ja. So. Also bislang nichts Auffälliges. Er läuft jetzt hier mit dem Messer rum. Ist ja alles in Ordnung. Okay. Na ja gut, also das sind die üblichen Spots, wo man natürlich drauf kommt. Da finde ich jetzt nichts Außergewöhnliches, ja, der wird ja angezeigt, dass der da ist. Und das war gerade ein 4K von ihm. Mhm. Der hat immer noch die Awe. Diesmal guckt er nicht Mitte. Weil Mitte schon andere Teammates sind. Okay, wir sind geflasht, gehen wir natürlich auch immer nicht zurück, ist klar. Oh, what? Okay. What? Okay, das ist ja, also gerade so der erste, ja, und der letzte, die waren schon ein bisschen eigenartig. So, also die Bombe kommt wieder auf B, mal gucken, ich mache mal ein bisschen langsamer. Okay, da kommt aber nichts. Ich glaube, können wir eigentlich normal weiterlaufen lassen. Okay, der wurde jetzt getötet von Tunnels, deshalb verschiebt jetzt auf Mitte. Okay, ist eigentlich ganz normal. Geht jetzt immer noch ein bisschen. Okay. Jetzt geht er auf B. Oh Mann. Ah, scheiße, war ich zu spät. Also ich denke mal, dass es einfach ein, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ein Smurf sein wird. Weil die Gegner, wie ihr seht, 8-1. Ja. Waren wahrscheinlich ein bisschen mad. Und wie gesagt, also bislang, bis auf die zwei Shots, aber die waren eigentlich auch ziemlich legit, wenn man halt, wie sagt man, gut, das Smurf ist. So, aber warum, der guckt jetzt. Okay, den hat er verfehlt. Warum leckt das denn so? Keine Ahnung. Okay, er hat keine Ahnung, wahrscheinlich die Steps gehört, muss ich wahrscheinlich
bisschen lauter machen. 17-0 hat er in der 10. Runde. Okay. Ja, schon mal ein Grund, ihn zu reporten. Also die Gegner hatten wahrscheinlich schon einen Grund zu reporten, denke ich mal. Okay, der hat geschossen. Das heißt, er weiß, dass da einer ist. Okay. Okay, das ist der. Hat er es gerade gesehen? Also er hat ja. Er hat ja davor, wie soll ich sagen, Short abgeaimt, ja? Und dann plötzlich beim nächsten Scope. Ich will nicht sagen, beim nächsten Scope hat er halt plötzlich unten die Box abgedeckt. Ich meine bloß. Aber man soll ja. Man soll ja ankreuzen. Wenn man es nicht genau weiß, dann man immer das untere. Also das ist ankreuzen, dass er nicht hackt. So, der kommt jetzt. Na gut, der ist halt vorbeigegangen. Boah. Schwierig. Also wie gesagt, ich denke nicht, dass es ein Hacker sein wird, sondern einfach ein Smurfer. Also er kriegt auf jeden Fall Griefing rein, weil er am Anfang stehen bleibt. Wahrscheinlich schreibt er da noch mit irgendjemand. So, warum guckt er jetzt lang? Aus welchem Grund? What? Okay. Hat er wahrscheinlich die Steps gehört. Okay, das ist jetzt aber auch interessant. Was macht der? Alter, der kriegt auf jeden Fall Griefing rein. Der bleibt, der ist AFK. Weil, ihr habt gesehen, als der eine da vorbeiging, also als die auf, als die auf Spot gepusht sind. Alter, ja, man hat ihn gesehen gehabt. Man hat ihn gesehen gehabt. Was? Okay, was? Es würde mich echt interessieren, was macht der die ganze Zeit? Jetzt, wenn Runde vorbei ist und wenn Runde wieder anfängt, steht die ganze Zeit AFK rum. Auch wenn es nur ganz kurz ist, ja, aber sobald die Runde vorbei ist, steht er AFK rum. Und sobald die Runde anfängt, steht er mal kurz AFK rum. So, jetzt. Die pushen nicht raus, okay, wollen nicht langsamer machen. Im Tunnel ist schon einer reingepusht. Okay. Er weiß jetzt aber, dass da ein Teammate gestorben ist. Das heißt, einer ist da auf jeden Fall. Aber warum verschiebt ihr jetzt plötzlich von B weg? Weiß der. Na gut, hat er den Flick nicht getroffen. Ich frage mich ja, warum die nicht auf A gehen. Also, er hat schon mal ein gutes Cluster Placement, aber ich glaube, die Gegner sind einfach, dass der oft ziemlich... Ach, ja. Also ich denke mal so, ich schätze mal so die Gegner auf Gold-Nova-Bereich, weil die Gegner drücken nicht wirklich was. Wie gesagt, er ist ja nicht mal einmal down gegangen. 24-0. Okay, der drückt ja echt extrem krass, ey. Was ich vielleicht... Guck, was macht der jetzt? Er steht einfach rum, er macht nichts. Auch wenn es am Ende der Runde ist, aber was macht er da? Nein, also, wie gesagt, bis jetzt, was ich jetzt gesehen habe, denke ich nicht, dass es ein Hacker ist. Das ist einfach, kann ich mir jetzt vorstellen, so wie wir es gestern gemacht haben, wir haben
das ist einfach ein Smurf auf, keine Ahnung. Ich kann einen Smurf nicht einschätzen, was der ist. Vielleicht LE rum, DMG LE rum, keine Ahnung. Okay, warum flasht sein Teammate da rein? Warte. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das Team, also die Terrorists, die sind nicht wirklich gut. Also wie gesagt, ich schätze die auf unteres Gold Nova, also Gold Nova 1, 2 vielleicht, 3, so irgendwie. Irgendwie so in dem Bereich, weil wie gesagt, die drücken nichts, die Gegner. Er hat halt von 27 Kills eine Headshot-Quote von 42%, das ist natürlich auch krass. Jetzt spielen die sogar Autosniper, ja okay, ist letzte Runde. Aber für... Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war da jetzt noch nicht wirklich was, wo ich sagen kann, das ist ein Hacker. Ja. Die haben den wahrscheinlich reported, weil er 27-0 hat, ja. Weil er gut drückt. Ja gut, diesen Spot, den guckt man eigentlich immer. Den guckst du natürlich, auch wenn ich nicht das 2 spiele, aber... Er guckt links, er guckt rechts, ja okay. Nein, also... Ja, jetzt wird die Demo vorbei sein. Also... Erste Folge... Upsa! Das war falsch. So... Also erste Folge habe ich keine eindeutigen Beweise, ja. Das ist für mich... kein Hacker, ja, deshalb überall insofern insufficial evidence, ja. Mich würde natürlich interessieren, was ihr dazu denkt, also schreibt gerne in die Kommentare rein oder lasst einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin, tschüss.